Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute tatsächlich mal die Riesenausnahme an einem Sonntag. Ich habe auch jetzt gerade an einem Sonntag mein Video gedreht. Normalerweise ist der Samstag immer mein Videotag und das halte ich auch so in 90% der Fälle tatsächlich ein. Aber ich hatte gestern null Bock, wirklich null Bock, irgendwas zu drehen. Ich habe nichts, also ich habe hier nichts gedreht. Ich habe auch auf Instagram mich nicht so gezeigt und ja, ich habe einfach festgestellt, wenn ich wirklich überhaupt keine Lust habe zu drehen und ich in der Stimmung bin, sollte ich es auch einfach lassen, weil das sieht man sonst. Und ich will keine Videos abliefern, wo ich irgendwie so gezwungen wirke. Ja, deswegen habe ich das heute schnell gemacht und jetzt werde ich gleich das Video auch schneiden. Aber gestern waren wir trotzdem noch unterwegs, weil ich hatte einfach Lust, mal wieder so ein bisschen rauszugehen tatsächlich. Und wir sind so ein bisschen an der Ruhr entlang spaziert, haben wieder mal Pokémon Go gespielt. Da habe ich euch jetzt auch ein paar Fotos nochmal gemacht. Sind da so ein bisschen rumgelaufen, haben Enten gesehen, genau, sind da in so einer Schleuse, ich weiß gar nicht genau, wie sich das schimpft, und sind dann am Ende sogar kurz am Baldeneysee gelandet, einfach nur, weil mein Freund die Ecken halt noch gar nicht kennt. Es war jetzt nicht das schönste Wetter, es war ehrlich gesagt eher ziemlich düster und hat sogar zwischendurch ein bisschen gefisselt, aber ich habe halt einfach gedacht, komm, ein bisschen raus, ein bisschen Bewegung, ein bisschen was für die, ja, für die Laune tun, und das war ganz schön. Ja, aber jetzt werde ich, wie gesagt, dieses Video, nein, nicht dieses Video, das Video für Freitag, meinen Monatssonntag, ich bin so ein bisschen durch, ne, für meinen Monatsrückblick schneiden, damit es auch auf jeden Fall am Sonntag noch online kommt. Ihr werdet ja sehen, ob ich es geschafft habe oder nicht, aber ich mache das schon. So, nach Büchern habe ich ja noch eine andere kleine große Liebe, und zwar Kerzen. Ja, ich habe mir wieder welche geholt und ich wollte jetzt einfach mal auspacken, denn das Paket steht echt schon verdammt lange hier. Naja, eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich nicht mehr fürs Video drehen, also für den Vlog drehen wollte. Aber ich wollte das unbedingt in den Vlog reinpacken und jetzt, Leute, ich kann nicht mehr, ich muss es aufmachen. Okay, Yankee Candle hat ja wieder so eine neue, ja, Sparte draußen, irgendwie Campfire Nights oder so heißt das. Und ich habe jetzt mal in verschiedenen Größen tatsächlich die neuen Düfte geholt, weil ich mich da immer wieder gerne durchteste. Ich habe aber erstmal so zwei kleine Votivkerzen geholt. Das eine ist Pecan Pie Bites. Das sieht so aus und sind halt, naja, Pekannüsse. Und das riecht irgendwie mega geil. Das ist einfach schon, wenn ich das rieche, riecht das so ein bisschen nach Weihnachtsmarkt. Und erinnert mich halt einfach total an Herbst. Also ich merke schon, dieses Sortiment geht irgendwie schon ziemlich stark in die Herbstrichtung, dafür, dass es ja noch so ein bisschen sommerlich Campfire halt sein soll. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Wollte es trotzdem erstmal in klein haben, weil ich so ähnliche Düfte halt einfach herbstmäßig noch habe. Und A Night Under the Stars ist, glaube ich, Patchouli-lastig. Oh Gott. Und deswegen habe ich mir das auch in klein geholt. Riecht aber tatsächlich ein bisschen parfümierter. Wie so ein Sprudelbad-Dingen, was meine Oma früher hatte oder so. So, dann habe ich mir Warm and Cozy geholt. In so einem kleinen. Einfach, weil ich die ganz kleinen auch gerne benutze, um so Fotobilder zu machen oder sowas. Und die sind dann mal so eine Mischung. Einen gönne ich mir meistens. Obwohl ich glaube, dass ich lieber einen von den anderen beiden in kleinen gehabt hätte. Ja, kann ich noch nicht ganz rausriechen. Es riecht wirklich so ein bisschen nach Natur und so Laub. Und natürlich Feuer. So Lagerfeuer, aber okay. Habe ich mir auf jeden Fall auch geholt. Und einen großen gibt es ja immer. Also ich höre mir eigentlich immer eine große. Und ich habe mich für Crisp Campfire Apples entschieden. Das Ganze ist, glaube ich, ein Duft, der ziemlich auf Nummer sicher war, weil das einfach nach kandierten Äpfeln riecht. Auch ein bisschen Zimt drin. Und das riecht einfach wie sehr viele Herbst-, Winter-, Weihnachtskerzen tatsächlich. Also ob das jetzt die richtige Wahl war, davon eine große zu holen. Im Endeffekt mache ich damit nichts falsch, weil ich weiß, ich mag die. Aber ja, so sehr was spektakulär Neues ist es jetzt eigentlich nicht unbedingt. So.
Aber weil ich noch eine andere Kerze haben wollte, beziehungsweise ich habe zwischen zweien geschwankt und habe mich jetzt für eine entschieden. Es ist so eine kleine von Goose Creek, und zwar Cupid's Cocktail. Und ich habe von Goose Creek noch nicht diese kleinen Tumblerkerzen gehabt. Und das ist ja eine Zweidochtkerze auch wieder. Und die riecht halt wirklich sehr fruchtig. Hat auch so ein, ja, so ein, das riecht halt wirklich wie so ein Cocktail mit so einem Ticken Alkohol. Ja, und irgendwie auch magisch. Also ich finde das Bild, das passt einfach. Und ganz ehrlich, das war einfach Wachsfarbe, Logo. Ich habe mich total verliebt. Ja, das war jetzt mal meine kleine Kerzenbestellung. Wollte ich euch einfach mal ganz gerne zeigen, weil ich liebe ja Kerzen, ist kein Geheimnis. Und ich weiß, ich habe am Anfang schon direkt gesagt, wie meine normale Woche eigentlich so aussieht. Und die ist jetzt schon komplett über den Haufen geworfen, weil mein Freund diesmal tatsächlich Montag und Dienstag auch noch hier ist, weil er Dienstag eine Prüfung schreibt in der Uni und dann erst Mittwoch morgens nach Hause fährt. Dafür sehe ich ihn das ganze Wochenende nicht. Also irgendwie ist schon wieder alles total durcheinander und anders als sonst. Aber irgendwie, ja, kriegen wir das schon hin, ne? So, am Dienstag geht es hier mal wieder ein bisschen buchig los. Ich habe ja dieses Buch Erebos schon verdammt lange auf meinem Sub und die liebe Sarah vom Kanal Alice im Bücherland hat das ja auch mal ausgewählt in einem Video. Da habe ich gefragt, kannst du mal vielleicht so drei Bücher von meinem Sub aussuchen, die ich dann lesen muss? Und sie fand Erebos ganz toll und deswegen lese ich es auch jetzt endlich. Und die liebe Julia, ich verlinke euch mal ihren Instagram-Kanal da unten in der Infobox, hat gesagt, sie würde das auch gerne lesen, ob wir nicht vielleicht zusammen lesen wollen. Und es ist immer gut, weil zusammenlesen gibt Motivation, zumindest wenn es richtig gut läuft und der andere sich einfach, also nicht einfach nicht mehr meldet. Hatte ich ja auch schon die Probleme. Nee, aber wir sind auf jeden Fall total gespannt auf Erebos und wir haben das jetzt so wöchentlich eingeteilt, so immer zwischen 150 und 200 Seiten, weil das Problem ist, es gibt ja auch so, ja, Varianten, dass man jeden Tag circa 50 Seiten liest. Solche Runden habe ich auch schon gemacht. Geht auch manchmal ganz gut, aber in meiner aktuellen Situation zum Beispiel ist mir das einfach zu anstrengend. Ich schaffe nicht jeden Tag 50 Seiten und will mich da auch nicht unter Druck setzen. Deswegen haben wir gesagt, so jede Woche 150 bis 200 und dann besprechen wir das Ganze. So kann jeder sich das einteilen, wie er möchte. Man sieht schon, gestern zum Beispiel hätte ich es gar nicht geschafft. Ich bin Montag so müde gewesen. Ich habe mal reingelesen, ich glaube bis Seite 17. Und ich bin einfach so weggepennt, ne? Ich war so müde. Meine Arbeitskollegin ist jetzt auch noch im Urlaub und wir haben total viel Vertretung auf der Arbeit. Das ist alles ein bisschen, ja, viel. Und da habe ich das nicht mehr ganz so weit geschafft. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, wenn ich weiß, worum es geht. Ich weiß auch nicht viel. Denn hier steht nur drauf, dass Erebos ein Spiel ist. Es beobachtet dich, es spricht mit dir, es belohnt dich, es prüft dich und es droht dir. Und Erebos hat wohl ein Ziel. Es will töten. Und so die ersten paar Seiten, die waren schon mega interessant irgendwie, weil man direkt so in die Geschichte einsteigt. Und ich werde definitiv heute noch weiterlesen und den Rest der Woche natürlich auch. Und wer weiß, vielleicht kann ich euch ja am Ende der Woche schon mal so sagen, wie es mir nach den ersten 150 Seiten gefällt. So, heute wieder ein kleines Update aus meinem Bett. Ich bin ultra müde, wirklich. Ich bin einfach nur froh, wenn meine Arbeitskollegin wieder da ist, wenn ich ein bisschen ruhiger habe, weil momentan schlaucht mich die Arbeit doch tatsächlich sehr. Aber ich habe gestern tatsächlich noch ein bisschen in Erebos weitergelesen und möchte das gleich auch machen. Ich habe gestern noch mal knapp über 50 Seiten tatsächlich gelesen. Ich glaube also, dass ich die Woche, das ist ja bis zum Pinken, auf jeden Fall die Anzahl schaffe. Ich bin schon im Spiel. Ich habe immer noch keine Ahnung, was ich davon halten soll. Und ja, so allgemein habe ich damit ja so jetzt erstmal kein Problem. Aber ich weiß halt einfach noch nicht, wohin es führt und was da alles passiert. Ich bin auch sehr, sehr planlos. Aber es fesselt mich auch total. Ich bin total gespannt, was hier mit Nick weiter passiert. Denn der ist ja die Hauptperson in diesem Buch. Und wie gesagt, hat ja was mit so einem Spiel auf sich, habe ich ja gestern schon gesagt. Und so langsam blicke ich da mal langsam in dieses Spiel rein. Aber ich bin gespannt, was mich da noch so erwartet. Ja, ansonsten war jetzt nicht so viel los. Letzten Vlog konnte ich euch ein bisschen mehr unterwegs mitnehmen. Diesmal war nicht so viel unterwegs. Und ich glaube, das wird im nächsten Vlog dann auch nicht wirklich sein, wenn, ja, ich habe noch gar keine Pläne, ehrlich gesagt. Weil mein Freund ja nicht da ist und ich den erst nächste Woche Donnerstag wieder sehe abends. Und das ist schon sehr, sehr merkwürdig, wenn man sonst immer jetzt die Wochenenden zusammen war. Aber ja, ich werde mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Bücher lesen.
denn ich habe da so ein bisschen Nachholbedarf und zu meinem Glück oder Unglück habe ich mich gerade wieder, habe ich meinen alten Nintendo 3DS rausgekramt und Pokémon X angefangen. Denn genau da habe ich damals aufgehört bei X und Y und habe mir das mal irgendwann geholt, als das mit diesem ganzen Corona-Zeug anfing und man überlegt hat, ob man überhaupt noch raus darf, so nach dem Motto. Und dann dachte ich, bevor ich hier komplett alleine sitze, hole ich mir noch ein Nintendo-Spiel und ja, das spiele ich jetzt und es macht mich süchtig und das hält mich vom Lesen ab und das ist nicht gut. Aber ja, noch finde ich eine gesunde Balance. Aber ich würde mal sagen, das war es auch tatsächlich jetzt von diesem Vlog. Vielleicht kann ich euch, wie gesagt, nächstes Mal ein bisschen mehr von Erebos erzählen, wie es weitergeht. Und ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen und würde einfach sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Entweder nächster Vlog oder nächstes andere Video. Outtakes oder so groß gibt es, glaube ich, jetzt nicht, weil ich habe ja nicht so viel aufgenommen. Also bis nächstes Mal.